This weekend is going to get wild. Dieses Wochenende, das wird echt wild. I hope that you're ready. Ich hoffe, ihr seid bereit. I mean, this was just the warm-up. Also das war hier ja nur die Aufwärmübung. Imagine what it's going to be like by tomorrow night. Stell dir mal vor, wie das ist, wenn wir erstmal bei morgen Abend sind. I just want to give you a little preparation for what is to come. Und ich möchte euch ein bisschen vorbereiten auf das, was noch kommen wird. The theme of this conference is awakening fire. Weil das Thema, das Motto für diese Konferenz ist ja awakening fire, ja? And this is the perfect theme, because do you realize this weekend is Pentecost weekend? Und das ist ja das perfekte Motto, weil ihr habt es ja bestimmt bemerkt, das ist Pfingsten jetzt. If you don't know what that means, Pentecost is when we celebrate the day that the Holy Spirit came. Und falls du nicht weißt, was Pfingsten ist, das ist der Tag, an dem wir feiern, dass der Heilige Geist gekommen the ist. The day that the church began. Der Tag, an dem die Gemeinde geboren wurde. The church was born in fire. Die Gemeinde wurde im Feuer geboren. The church geboren. Grew because of the fire. Die Gemeinde ist gewachsen, weil es and Feuer the fire war. Was always intended to be the fuel in our tanks. Und das Feuer sollte immer das Benzin in unserem Tank sein. And you may have come here this weekend as dry as a piece of wood. Und vielleicht bist du an diesem Wochenende hergekommen und du fühlst dich wie ein trockenes Stück Holz. But I have good news for you. Aber ich habe gute Nachricht für dich. The drier a piece of wood is, the quicker it burns. Je trockener ein Stück Holz ist, desto besser brennt es. And before you leave this place this weekend, you will be soaked and saturated and burning with the presence of Jesus. Und ehe du an diesem Wochenende von hier weggehst, wirst du mit der Gegenwart Gottes völlig durchtränkt und gesättigt sein. Amen. Sag mal Amen. But before the fire comes the blood. Aber ehe das Feuer kommt, kommt das Blut. If you don't understand what that means, you will in a moment. Also wenn du jetzt noch nicht verstanden hast, was das bedeutet, wirst du es gleich verstehen. Before you can qualify to receive the fullness of the Holy Spirit. Ehe du dich dafür qualifiziert hast, die Fülle des Heiligen Geistes zu empfangen. First you need to be born again. Musst du zuerst mal wiedergeboren werden. And I believe that there are some of you here tonight that need to be born again. Und ich glaube, dass hier heute Abend einige sind und du musst noch wiedergeboren werden. And the Holy Spirit has sent me tonight for you. Und der Heilige Geist hat mich heute Abend genau für dich hierher geschickt. So for the next few minutes I'm just going to preach to you from the book of Luke. Und in den nächsten Minuten möchte ich dir einfach was aus dem Buch des Lukas Evangeliums erzählen. I'm not preach for a long time. Werde jetzt nicht lange predigen. But every word that I say tonight is very important. Aber jedes Wort, das ich hier heute Abend sage, ist sehr, sehr wichtig. I'm asking you to listen very carefully. Deswegen hör bitte genau zu. And open your heart to receive from the Holy Spirit. Und öffne dein Herz, vom Heiligen Geist zu empfangen. I'm going to begin reading in Luke chapter 9, verse 57. Ich möchte hier in Lukas 9, Vers 57 anfangen. And it came to pass that as they went on the way, a certain man said to him, Lord, I will follow you wherever you go. Und als sie auf dem Weg waren, sprach einer zu ihm, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. And Jesus said unto him, foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. And he said unto another, follow me, but he said, Lord, suffer me first to go and bury my father. Und er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. And Jesus said unto him, let the dead bury their dead, but you go and preach the kingdom of God. Aber Jesus sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. And another also said, Lord, I will follow you, but let me first go and bid farewell to them that are at my house. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. And Jesus said to him, no man having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of heaven. Jesus aber sprach zu ihm, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. In many of your Bibles, that section that we just read will have a title over it. Und in vielen von euren Bibeln wird der Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, mit einer Überschrift versehen sein. It will say something like this. Und die heißt dann etwa so. The cost of discipleship. Der Preis der Nachfolge. Or the cost of following Jesus. Oder der Preis von Jüngerschaft. And that's what I want to talk to you about tonight. Und genau darüber möchte ich heute Abend How sagen. How many of you know there is a cost for following Jesus? Wie viele von euch wissen, dass es da einen Preis zu zahlen gibt, um Jesus there nachzufolgen? There are many people when they preach the gospel, they preach like this. Es gibt viele Leute, die predigen das Evangelium, aber dann hört sich das etwa so they an. They say if you come to Jesus, he will fix all of your problems. Oh, wenn du zu Jesus kommst, dann löst er alle deine Probleme. You become rich. Du wirst reich.
You'll become healthy, wealthy and wise. Reich und wunderschön. You'll never suffer again. Du wirst nie wieder zu leiden haben. You'll make everything perfect. Alles wird perfekt sein. And of course, people that come to Jesus with those preconceived expectations. Und natürlich, wenn jemand dann zu Jesus kommt und er so eine Idee hat, they don't last very long. Dann hält er das nicht besonders lange durch. Because when you come to Jesus, that is not the end of your troubles. Weil wenn du zu Jesus kommst, heißt es halt nicht, dass es das Ende aller deiner Probleme Jesus ist. Said everyone who lives godly will suffer. Weil Jesus sagt selber, jeder, der ein gottgefälliges Leben führt, wird leiden. But guess what? The ones that don't live on that don't live godly will suffer also. Aber weißt du was? Wer kein gottgefälliges Leben lebt, der wird auch leiden. I can promise you, your suffering will be better with Jesus than without him. Aber was ich dir versprechen kann, ist, dass dein Leiden mit Jesus besser sein wird als dein Leiden ohne Jesus. I don't preach like this. Also so predige ich aber nicht. I'm not going to promise you that your life will be perfect the moment that you surrender to Jesus. Ich verspreche dir nicht, dass dein Leben perfekt sein wird in dem Augenblick, wo du dein Leben Jesus gibst. And this is the reason I don't preach like that. Und ich predige aus einem bestimmten Grund nicht so. Because Jesus himself did not do this. Weil Jesus selber das nicht so gemacht hat. Notice in this very first story. Guck mal, wenn wir hier diese erste Geschichte there anschauen. There are three people that come to Jesus. Da sehen wir drei Leute, die zu Jesus kommen. And the first one says this. Und der erste, der sagt das. He says, "Lord, I will follow you anywhere you go." Der sagt, oh Herr, ich folge dir nach, egal wo du hingehst. How many of you would say that sounds like a pretty good offer? Und wie viele von euch würden sagen, hey, das klingt ja wie ein ganz gutes Angebot? Wouldn't you agree that Jesus should have been happy with that? Glaubst du nicht, dass Jesus da eigentlich ganz hätte zufrieden sein können? Do you agree? Wave your hand. Komm, you need to communicate mir mal zu, with wenn me. Das eigentlich ganz gut gewesen wäre. You know, I'm used to preaching in Africa, which means I'm used to getting feedback from. Also, wisst ihr, ich predige ja sonst in Afrika und deswegen bin ich das gewohnt, dass mir meine Zuhörer antworten. So when I ask a question, I need you to respond so also, I know you understand. Bitte, wenn ich euch was frage, dann müsst ihr mir schon antworten, damit ich weiß, dass ihr es verstanden habt. Don't you think this young man had a good attitude? Glaubst du nicht, dass er eine eigentlich yes ganz gute no? Einstellung hatte? Ja oder nein? Then why did Jesus say what he said to him? Warum hat Jesus ihm dann das gesagt, was er ihm gesagt hat? What you have to understand is this. Also, du musst es verstehen. In that culture. In der Kultur damals. It was very common in those days for rabbis, for teachers to have students da or disciples. Da war es ganz normal, dass Rabbis oder Lehrer Schüler und Jünger hatten. Jesus wasn't the only rabbi that had students. Jesus war also nicht der einzige Rabbi, der Jünger many, hatte. Many rabbis had students that would follow them around. Viele Rabbis hatten Jünger, die ihnen nachgefolgt sind. And you have to understand this. Und du musst es verstehen. That when you had a student. Dass wenn du dann so einen Schüler hattest. As a rabbi. Als Rabbi, it was your responsibility to take care of that student. Dann war es deine Verantwortung, dich um deinen you Schüler were to zu kümmern. Provide his food. Du musstest sorgen, dafür sorgen, dass er was zu you essen were hatte. To give him a place to live. Du musstest ihm auch einen Ort geben, wo er wohnen you konnte. Were to give him clothes to wear. Du musstest ihm sogar die Kleidung besorgen. That student became your responsibility. Dieser Schüler, dieser Jünger wurde zu deiner Verantwortung. And so if you were a intelligent young student, und wenn du also ein intelligenter, junger Jünger warst, you would shop around. Dann bist du ziemlich rumgezogen. You would look for the teacher that would give you the best employment package. Und dann hast du dir den Lehrer ausgesucht, der dir das beste Angebot gemacht hat. Who would give you the best benefits. Der dir das meiste versprochen hat. And so as this young man comes to Jesus. Und dieser junge Mann da zu Jesus kommt. He says, "Lord, I am willing to do anything." Der sagte, oh Herr, ich bin bereit alles zu tun. I am willing to go anywhere. Ich bin bereit überall hinzugehen. And the implied this was what he was implying. Aber das, was er da noch mit sagte, I'm willing to do anything for you. Sagte, ich bin bereit, alles für dich zu tun. What are you willing to do for me? Aber was tust du denn dafür bitte how much mich? Are you going to pay me? Wie viel wirst du mir bezahlen? Where am I going to live? Wo werde ich wohnen? And this is what Jesus said. Und dann gibt Jesus ihm he diese said, Antwort. I don't even have a place to live myself. Ich habe doch selber nirgendwo, wo ich wohnen kann. Jesus refused to negotiate with that young man. Jesus hat sich einfach geweigert, mit diesem jungen Mann zu and verhandeln. Here is my first point. Und das ist mein erster Punkt. When Jesus calls, wenn Jesus uns ruft, he will not negotiate dann with you. Wird er nicht mit dir verhandeln. Everybody say no negotiation. Sag mal keine Verhandlungen. No negotiation. Keine Verhandlungen. Jesus is not going to deal with you. Jesus wird kein Deal mit dir machen. If you do this, then I'll do that. Also gut, wenn du das machst, dann mache ich das. This is what Jesus said. Sondern Jesus hat gesagt, if any man desires to come after me, wenn mir irgendwer nachfolgen let him will, deny himself. Dann muss er sich selbst let him verleugnen. Take up his cross. Er muss sein Kreuz auf and let him nehmen follow me. Und mir nachfolgen. That is the call of the gospel. Das ist der Ruf des Evangeliums. And that is the call that is going to come to every one of you here tonight. Und das ist der gleiche Ruf, der an jeden von euch hier heute Abend
want you to understand something. Bitte, du musst das verstehen. There's a reason that Jesus does not negotiate with us. Es gibt einen Grund, weshalb Jesus mit uns nicht verhandelt. Do you want to know why? Willst du wissen, warum? Let me explain it like this. Ich möchte es so erklären. About 2 years ago, the Holy Spirit spoke to me. Vor etwa 2 Jahren hat der Heilige Geist zu mir gesprochen. He said that I was to take a small group of young men who were called to be evangelists. Ich sollte eine kleine Gruppe von jungen Männern nehmen, die berufen waren als Evangelisten. And bring them to Orlando, where I live. Und ich sollte sie nach Orlando bringen, da wo ich wohne. And for 1 year to invest my life, raising them up and sending them out to the nations. Und ein ganzes Jahr lang sollte ich mich in sie investieren, um sie dann auszusenden in die Nationen. And I wasn't sure if it was the Lord because I don't have that kind of time. Und ich war mir nicht so sicher, ob das wirklich vom Herrn war, weil da habe ich einfach keine Zeit für sowas. I already travel about 3 weeks every month. Ich bin bereits jetzt schon etwa 3 Wochen im Monat unterwegs. I said, Lord, I need to disciple my 4 kids. Und dann habe ich gesagt, Herr, ich habe schon genug damit zu tun, meine 4 Kinder zu Jüngern zu machen. Und da habe ich schon keine Zeit dazu. But I said, Lord, if you are really speaking, then I'm asking you to do 2 things. Aber dann habe ich gesagt, okay, Herr, wenn das wirklich du bist, dann bitte ich dich um 2 Sachen. Number one, you send those students. Dann habe ich gesagt, erstens, schick du mir diese Jünger. And number two, you provide for them financially. Und zweitens, kümmer du dich bitte um ihre Finanzen. And it was amazing what happened. Und dann war es erstaunlich, was passiert ist. I had over the next several months, 6 men come to me that God had sent. Innerhalb der nächsten 6 Monate kamen 6 Männer zu mir, die Gott geschickt hatte. They were all incredibly gifted men. Die waren alle unglaublich begabte junge Männer. One of them was an airline pilot. Einer von denen war Pilot einer Flugzeuglinie. In fact, his job was training top airline pilots. Der war sogar verantwortlich, die Top-Piloten dieser Fluglinie zu Another trainieren. One was the son of the vice president of Zambia. Und der andere war der Sohn des Vizepräsidenten von Sambia. Another one was a missionary working in China. Ein anderer war Missionar, der schon in China arbeitete. Every one of these men were being used already by God. Und jeder einzelne von diesen Männern wurde bereits schon von Gott gebraucht. And the Lord had spoken to them to come. Aber der Herr hatte zu ihnen gesprochen, dass sie kommen sollten. And this was my deal with them. Und das war dann mein Deal mit ihnen. I said, if you want to come, this is what I'm requiring. Er hat gesagt, also gut, wenn ihr zu mir kommen wollt, dann gibt es bestimmte Anforderungen. You must quit your job. Ihr müsst euren Job hinschmeißen. You must leave your home. Ihr müsst von zu Hause ausziehen. You must move to Orlando full time. Ihr müsst vollzeitig nach Orlando ziehen. And for 1 year you must do anything that's asked. Und ein Jahr lang müsst ihr bereit sein, alles zu tun, um was ich euch bitte. If I ask you to clean the toilets, that will be your job. Wenn ich dich darum bitte, Klos zu putzen, dann ist If das dein I ask Job. You to sweep the floor, that will be your job. Wenn ich dich darum bitte, hier den Fußboden zu fegen, dann ist es dein One Job. One of these men was a pastor. Einer dieser Männer war schon Pastor. And they agreed to come do this. Aber sie waren bereit, es zu tun. And so we were on the phone about a month before they came. Und etwa einen Monat ehe sie kamen, haben wir mal am Telefon uns unterhalten. And one of the men asked me, he said, can you give us an idea of what a typical day would be like? Und dann hat einer von denen gesagt, naja, kannst du uns so ein bisschen mal sagen, wie würde denn so ein typischer Tag für uns aussehen? I said, no, I'm not telling you anything. Dann sag ich, nee, ich sag euch überhaupt gar nichts. I said, if the Lord has called you, you come without any other information. Und ich habe ihnen gesagt, wenn der wirklich der Herr zu euch geredet hat, dass ihr kommen sollt, dann kommt ihr ohne irgendwas zu wissen. You see, what they didn't understand was this. Weil wisst ihr, was sie nicht verstanden haben, war das folgende. A few months earlier, a very wealthy businessman had come to me. Da war ein paar Monate vorher ein sehr wohlhabender Geschäftsmann zu mir gekommen. A multimillionaire. Der war Multimillionär. And this is what he said. Und hat zu mir das folgende gesagt. He said, the Holy Spirit told me to support this. Und hat gesagt, der Heilige Geist hat zu mir geredet, dass ich das And he unterstützen said, I'm not going to support it a little bit. Und hat gesagt, ich will das nicht nur ein bisschen said, unterstützen. To put my whole wallet in the offering plate. Sondern ich bin bereit, meinen ganzen Geldbeutel ins Opfer zu schmeißen. He said, I'm going to pay all of their expenses. Ich werde alle ihre Kosten bezahlen. I'm going to put them in luxury condos to live for the entire year. Ich werde sie das ganze Jahr über in einer Luxuswohnung unterbringen. I'm going to pay them a weekly salary. Ich werde ihnen ein wöchentliches Gehalt zahlen. They're going to travel all over the world with you. Sie werden auf der ganzen Welt mit dir rumreisen. I was going to give them the microphone sometimes before hundreds of thousands of people to preach. Und ich wollte ihnen dann ein Mikrofon geben, dass sie manchmal vor Hunderttausenden predigen konnten. Imagine if I had told them up front Aber stell dir what was vor, waiting. Wenn ich ihnen das vorher gesagt hätte, was da auf sie warten würde. Everybody would have wanted to come. Dann hätten ja alle kommen wollen, I oder? Think all of you would have been there. Also ihr alle wärt ja auch auf der Matte gestanden, oder? I had to make sure that they were the ones that had been called by God. Aber ich musste sicherstellen, dass sie diejenigen waren, die von Gott berufen My friend, waren. Listen to me now. Und mein Freund, hör mir mal zu. If you knew what was waiting for you. Wenn du nur wüsstest, was if auf you dich knew wartet. The wonders that Jesus has Wenn for du you. Nur die Wunder wüsstest, die Jesus Everyone für dich vorbereitet. In the entire world would want to follow Jesus. Dann würde doch jeder auf
auf der ganzen Welt Jesus nachfolgen wollen. There is no life as wonderful as this. Es gibt doch kein Leben, was so wunderbar ist. There is no life so fulfilling. Es gibt kein Leben, was there so is no life wäre. So peaceful. Es gibt kein Leben, das so there voller is no Frieden life wäre. So full of joy and purpose. So voller Freude, so voller Bestimmung. When Jesus called me as a teenager, als Jesus mich als Teenager I can take you back to the place where it happened. Da kann ich dich noch genau an den Ort führen, I can wo show you the spot ist. On the floor. Ich kann dir noch den Fleck auf dem Fußboden zeigen, where Jesus called me. Wo Jesus mich gerufen hat. And I said, yes, Lord. Und ich habe gesagt, ja, Herr. I didn't know what it would mean. Ich wusste doch nicht, was das heißen würde. I just said, yes. Ich habe einfach nur gesagt, ja. I didn't know that I would preach to millions of people. Ich wusste nicht, dass ich vor Millionen von Menschen predigen würde. I didn't know that I would see amazing miracles. Ich wusste doch nicht, dass ich gewaltige I didn't know that würde. I would travel to more than 60 nations preaching the gospel. Ich hatte keine Ahnung, dass ich in mehr als 60 Nationen reisen würde, um das Evangelium zu verkünden. Jesus didn't tell me that at the beginning. Weil Jesus hat mir das am Anfang nicht verraten. He just said, "Follow me." So er hat nur gesagt, folge mir. But my friend, if you say yes, aber mein Freund, wenn du sagst without ja, any negotiation, ohne irgendwelche Verhandlungen, this is what Jesus is looking for. Das genau sucht say Jesus. No negotiation. Sag mal keine Verhandlungen. Number two. Zweitens. No procrastination. Say kein, no procrastination. Kein Hinausschieben. Sag mal, kein Hinausschieben. In verse 59 we read the second story. Weil in Vers 59 lesen wir die zweite Geschichte. Jesus said to another, "Follow me," but he said, "Lord, allow me to go first and bury my father." Er sagte, er sprach zu einem anderen, "Folge mir nach." Der aber sprach, "Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe." Jesus said, "Let the dead bury their dead, but you go and preach the kingdom of heaven." Aber Jesus sprach zu ihm, "Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes." I was raised in the church. Ich bin in der Gemeinde aufgewachsen. And so I had heard this story ever since I was a little boy. Und seitdem ich so hoch war, habe ich diese Geschichte immer wieder gehört. Can I be honest with you tonight? Und darf ich heute Abend mal ganz ehrlich sein? Can I confess something? Do you mind? Darf ich was bekennen? Macht euch das was aus? Ist es okay? Just promise don't tell anybody else, aber okay? Aber bitte sagt's nicht weiter, okay? This is a secret. Es ist ein Geheimnis. I was offended by this passage. Diese Stelle, die hat mich echt beleidigt. I thought that Jesus was being unreasonable. Ich habe gedacht, Jesus, das ist doch nicht fair. I mean, really think about it. Ach komm, denk doch mal drüber nach. If your father had just died. Wenn dein Vater gerade gestorben wäre. And the funeral was later on that afternoon. Und da am Nachmittag soll dann auch noch die Beerdigung sein. And here comes Jesus passing through your town. Und da kommt Jesus und zieht durch deine Stadt. He taps you on the shoulder and says, "Follow me." Und er klopft dir auf die Schulter und sagt, "Folg mir nach." How many of us would not have the same request that this young man had? Wie viele von uns hätten nicht um das gleiche gebeten wie dieser junge Mann da? He didn't say, "No, Lord, I don't want to follow you." Der hat doch nicht gesagt, "Nein, nein, nein, Herr, ich will dir nicht nachfolgen." He said, "Yes, Lord, I will. I will follow you." Und er sagt, ja, Herr, ich will dir nachfolgen. He just had one little request. Er hatte nur eine kleine Bitte. Let me go and bury my father first. Lass mich doch zuerst hingehen und meinen Vater begraben. How many of you would say that was a reasonable request? Wie viele von euch hätten gesagt, das ist doch echt eine angemessene Bitte? I thought so too. Habe ich auch gedacht. Listen, if you wouldn't want to go to your father's funeral, you have other problems and we can talk about those later. Also weißt du, wenn du nicht zur Beerdigung deines eigenen Vaters gehen willst, dann hast du wirklich ein paar Probleme und da können wir nachher drüber sprechen. We would all want to go to our father's funeral. Hey, wir sollten doch alle zur Beerdigung unseres Vaters gehen wollen. And so I was reading this passage. Also gut, ich habe das jetzt da gelesen. And you know the wonderful thing about the Bible. Und weißt du das Wunderbare an der Bibel? If there's something you don't understand, you can ask the author. Ist, wenn es da was gibt, was du nicht verstehst, dann kannst du den Autor fragen. And so I said, "Lord, I don't understand." Also habe ich gesagt, Herr, das kapiere ich nicht. Why were you so unreasonable? Warum warst du so unfair? Why couldn't you have waited one day for this young man to bury his dead father? Warum hast du nicht diesen einen Tag warten können, dass der junge Mann seinen Vater begraben kann? And to my surprise, the Holy Spirit spoke. Aber zu meiner großen Überraschung hat der Heilige Geist zu mir gesprochen. He answered my question with another question. Und er hat meine Frage mit einer anderen Frage beantwortet. How many want to know what he said? Wie viele von euch wollen wissen, was er gesagt hat? It shocked me. Es hat mich total schockiert. He said, "What makes you think that his father was dead?" Er hat mich gefragt, wie kommst du darauf, dass sein Vater tot war? What makes you think he was dead? Wie kommst du darauf, dass er schon tot war?
And I said, "Well, Lord, I've known this passage my whole life. I'm sure he was dead." Und dann habe ich gesagt, also, Herr, ich kenne diese Schriftstelle But just mein ganzes in case, Leben I will read it again. Ich bin mir ganz sicher, dass er tot ist. I read it again and again and again. Fall der Fälle lese ich's noch mal. And do you know something? Aber weißt du was? It doesn't say that the father was dead. Da steht nirgendwo, dass der Vater tot war. It only says that the young man wanted to wait to follow Jesus until after he had buried his father. Es steht nur, dass der junge Mann warten wollte mit der Nachfolge Jesu, bis sein Vater endlich tot war. I'll bet you that he was the oldest son in the family. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er der älteste Sohn der Familie war. I'll bet you that when his father died, he was going to receive an inheritance. Ich wette drauf, dass er beim Tod seines Vaters ein fettes Erbe zu erwarten hatte. He was a very practical young man. He was like a German. Der war ein sehr praktisch gesinnter junger Mann. Ja, vielleicht ein guter Deutscher. He understood that after he collected his inheritance, that would be a better time to follow Jesus. Dem war völlig klar, dass so nachdem er sein Erbe eingesackt hatte, das wäre dann eine sehr gute Zeit, Jesus nachzufolgen. The problem was not that he wanted to honor his father. Das Problem war gar nicht, dass er seinen Vater ehren wollte. The problem was those two little words. Sondern das Problem waren diese zwei kleinen Worte. But first. Aber zuvor. But first. Aber zuvor. My friend, can I tell you something here tonight? Mein Freund, kann ich dir heute Abend the mal ganz two ehrlich most was sagen? Dangerous words in the entire world. Die zwei gefährlichsten Worte auf der ganzen Welt. Are the words but first. Sind die Worte aber zuerst. The devil doesn't mind if you say yes to Jesus. Dem Teufel macht es gar nichts aus, as long sagst, ja, as you don't Jesus. Say yes to Jesus today. Solange du es nicht heute tust. The devil doesn't mind if you follow Jesus. Dem Teufel ist es ganz egal, wenn as du Jesus long nachfolgst. As you don't follow Jesus today. Solange du Jesus noch nicht heute nachfolgst. The devil doesn't mind if you get saved. Dem Teufel stört es überhaupt as nicht, as long wenn as du you dich get bekehrst. Saved tomorrow. Solange du dich morgen bekehrst. Do you know why? Weißt du warum? Because the devil knows something we so often forget. Weil der Teufel etwas ganz genau weiß, was wir so oft vergessen. Tomorrow never comes. Morgen kommt nie. Tomorrow is not promised to anyone. Morgen ist keine Verheißung für irgendwen. When that young man looked at Jesus, he saw another young man. Als dieser junge Mann Jesus angeschaut hat, sah er einen anderen Jesus jungen Mann. Was in his early 30s. Jesus war in seinen frühen 30ern. He was younger than me. Der war jünger als ich. And that young man saw Jesus. Und dieser junge Mann, der sah Jesus. He said, "Oh, Jesus will be preaching for 30 more years." Und er sagte, ah, oh, der Jesus, der predigt noch 30 Jahre. I have lots of time. Ich habe noch so viel Zeit. There will be many opportunities. Da gibt's noch so viele Möglichkeiten. But what that young man didn't realize. Aber was dieser junge Mann nicht wusste. Was that within 3 years Jesus would go to the cross. War das innerhalb von 3 Jahren His Jesus opportunity ans Kreuz gehen would würde. Be lost. Seine Möglichkeit wäre vorbei. Listen to me, my friend. Hör mir zu, mein Freund. The opportunity of a lifetime. Diese einzigartige must be seized die muss ergriffen werden. During the lifetime of the opportunity. Solange diese Gelegenheit noch am Leben ist. Let me say that again. Ich möchte es nochmal sagen. The opportunity of a lifetime. Diese einzigartige Gelegenheit must be seized muss ergriffen werden. During the lifetime of the opportunity. Solange es diese Möglichkeit noch gibt. That young man didn't know that Jesus was not going to pass that way again. Aber dieser junge Mann wusste nicht, dass Jesus nie wieder in diesem Weg gehen würde. He thought there would be a better time. Er dachte immer, ach, da gibt's eine bessere Möglichkeit. But there would never be a better time. Aber es würde nie eine bessere Möglichkeit geben. You understand what I'm telling you here Verstehst tonight? Du, was ich dir heute Abend sagen will? You know, we have books in the Bible named after Jesus' disciples. Weißt du, in der Bibel, da haben wir Bücher, die sind benannt nach den Jüngern Jesu. Matthew and John Matthäus, and Peter. Johannes, Petrus. That young man, his name might be on one of those books. Und weißt du, dieser junge Mann, vielleicht hätte sein Namen in einem dieser Bücher stehen können. He might have gone down in history as one of the greatest founders of the church. Vielleicht hätte er in der Geschichte bekannt werden können als einer der großen Kirchenväter. He might have performed miracles that we would still be reading about today. Vielleicht hätte er Wunder gewirkt, über die wir heute noch lesen würden. But we don't even know his name. Aber wir wissen noch nicht mal, wie er hieß. The only thing we know about him is that he was a loser. Das Einzige, was wir von ihm wissen, war, dass er ein Verlierer war. His life serves one purpose. Sein Leben dient eigentlich nur einem einzigen Zweck. It's just a warning. Es ist eine Warnung. That we shouldn't do what he did. Dass wir das nicht tun sollten, was er getan hat. You understand? Versteht ihr das? There are people in hell right now. Es gibt jetzt Menschen in der Hölle. Not because they said no. Nicht, weil sie Nein gesagt haben. But because they said but first. Sondern weil sie gesagt haben, aber zuvor. My friend, when Jesus calls, mein Freund, wenn Jesus dich ruft, there will never be another time. Dann wird's keine there will andere never be Gelegenheit a better geben. Time wird's nie eine bessere Gelegenheit geben, to say yes to him. Um ihm Ja zu sagen. Number one, there can be no negotiation. Erstens, keine Verhandlungen. Number two, there can be no procrastination. Zweitens, kein Hinausschieben.
Number three, there can be no hesitation. Und drittens darf es kein Zögern geben. Say no hesitation. Sag mal kein Zögern. In verse 61, another said, Lord, I will follow you, but allow me to go and say goodbye to those that are at my home. In Vers 61 lesen wir, ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. And Jesus said unto him, No man having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. Jesus aber sprach zu ihm, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. I'm going to ask our worship team to come. Bitte kann das Anbetungsteam noch mal kommen? I want to ask you a question tonight. Ich möchte dich heute Abend was fragen. And I want you to really listen to me. Und bitte hör gut zu. There are some of you listening to my voice right now. Es gibt einige und du hörst mir gerade zu. Jesus has called you many times. Und Jesus hat dich schon oft gerufen. Some of you he called as a child. Manche von euch hat er schon als Kind gerufen. He said, Lord, I will follow you, but first. Du hast gesagt, ja, Herr, ich folge dir nach, aber zuvor. Let me get a little bit older. Lass mich erst ein bisschen älter werden. I want to enjoy my teenage years. Ich möchte auch meine Teenagerzeit genießen. I want to party, I want to have fun. Ich möchte Partys machen, ich möchte Spaß haben. So you've gotten older. Und dann bist du älter geworden. And Jesus has called to you again. Und Jesus hat dich nochmal gerufen. Follow me. Folge mir nach. You say, yes, Lord, I will follow you, but first let me get married and start a family. Und du hast gesagt, ja, Jesus, ich folge dir nach, aber zuerst lass mich heiraten, eine Familie gründen. So you begin your career, you begin a family. Und dann beginnst du mit deiner Karriere, du fängst eine Familie an und die Jahre vergehen. Jesus calls to you again. He says, "Follow me." Und dann ruft Jesus dich wieder und sagt, folge mir nach. Yes, Lord, I will follow you, but first let me retire from my job. Ja, Herr, ich werde dir nachfolgen, aber lass mich doch zuerst in Rente gehen. Let me collect my pension. That will be a better time. Lass mich meine Rente einsammeln und dann, das ist eine gute Zeit. Your whole life, you've always had an excuse. Dein ganzes Leben lang hast du immer irgendwelche Ausreden gehabt. There's always been a but first in your life. Da war immer ein Aber zuvor in deinem Leben. But Jesus said that no man having put his hand to the plow and looking back is fit. Aber Jesus sagt, dass niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurücksieht, geschickt ist. As Jesus calls you tonight, I want to ask you a very serious question. Und wenn Jesus dich heute Abend ruft, dann möchte ich dir mal eine sehr ernsthafte Frage stellen. What is it that you're looking back at? Was ist es, wo du dich immer noch umdrehst und hin zurückschaust? What is it that has your attention? Was ist es, das deine Aufmerksamkeit so gefangen nimmt? Was verführt dich? What is keeping you from following Jesus with all of your heart? Was hält dich noch zurück, Jesus von ganzem Herzen nachzufolgen? For some of you it might be a boyfriend or a girlfriend. Für manche von euch ist es vielleicht ein Freund oder eine Freundin. You know, teenagers are enamored by the silliest things. Weißt du, Teenager verlieben sich in die dümmsten Sachen. Young people, maybe it's a party. Für junge Leute ist vielleicht eine Party. Maybe it's being popular at school. Oder es geht darum, beliebt zu sein in der Schule. Maybe it's a job you want to get. Oder einen bestimmten Beruf oder einen Job, den du haben möchtest. What is it that you're looking back at when Jesus calls? Was ist es, auf das du ständig zurückschaust, wenn Jesus dich ruft? I can tell you one thing. Ich kann dir eine Sache sagen. There is nothing that is worth missing the call of God. Es gibt nichts, was es wert wäre, die Berufung Gottes zu verpassen. And when Jesus calls your name, und wenn Jesus dich mit Namen ruft, my friend, it is the greatest honor in the universe. Mein Freund, das ist die höchste Ehre im ganzen Universum. The Bible says that no man can come to God unless the Holy Spirit draws him. Und wisst ihr, die Bibel sagt, dass niemand zu Gott kommen kann, wenn der Heilige Geist ihn zieht. Tonight, in just a moment, the Holy Spirit is going to draw you. Und heute Abend, einfach ganz bald schon, wird der Heilige Geist dich ziehen. That is the greatest privilege in life. Und das ist das größte Privileg, das wir je haben können. And I'm pleading with you now. Und ich bitte dich jetzt. Today, if you hear his voice. Heute, wenn du seine Stimme hörst. Do not harden your heart. Verhärte nicht dein Herz. I'm asking everyone to stand bitte, all over this lass place. Uns doch alle zusammen aufstehen. With every head bowed and every eye closed, I want to ask you a question. Macht mal alle die Augen zu und dann möchte ich euch eine Frage stellen. How many of you tonight would say, Evangelist, it's time
for me to say yes to Jesus. Und wie viele von euch sind hier heute Abend und sagen, ja, Evangelist, es ist Zeit, dass ich mein Herz Jesus gebe. As of this night, I'm going to surrender my life. Von heute Abend an werde ich ihm mein Leben ausliefern. I've decided to follow him. Ich habe mich entschieden, ihm zu folgen. No turning back. Es gibt kein Zurückwenden mehr. No negotiation. Keine Verhandlungen. No procrastination. Kein Zögern mehr. No hesitation. Kein Hinausschieben. If that's your desire, I want to see your hands wherever you are, all over this place. Wenn das deine Sehnsucht ist, dann heb mal deine Hand, egal wo du hier bist. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. This is what I'm going to ask you to do right now. Und ich möchte dich um noch was bitten. If you lifted your hand saying yes to Jesus, wenn du gerade deine Hand gehoben hast, I want you to ja take a step right now. Dann mach jetzt mal einen Schritt nach vorne. I want you to get out from behind that seat where you're standing. Tritt mal raus aus der Reihe, in der du gerade stehst. Come into the aisles and walk down to the front of this arena. Komm hier in die Gänge rein und komm hier nach vorne an die Bühne. Und ich möchte mit dir zusammen beten. Today is the beginning of a brand new life. Weil heute ist der Anfang von einem ganz neuen Leben. The Bible says, if any man be in Christ, he is a new creation. Die Bibel sagt, dass wenn irgendwer in Christus ist, all things have passed away. Ist er eine neue Schöpfung. All things have become new. Alles ist neu geworden. Tonight Jesus is going to save you. Heute Abend wird He's Jesus wash dich retten. You. Er wird dich reinigen. He's going to fill you with his spirit. Und er wird dich mit seinem Geist erfüllen. And your life will never be the same again. Und come forward, dein Leben wird nie wieder das gleiche we sein. We need everybody komm to come as far komm, forward as you can. If komm you're so weit in, nach vorne wie nur geht. If you're up here in these stands, wenn ihr da oben in den Rängen seid, come down, we are waiting dann for you. Kommt, wir warten auf euch. This is very important. Das ist sehr wichtig. Jesus said, if you confess me before men, I will confess you before my Father. Weil Jesus sagt selber, wenn ihr mich vor den Menschen bekennt, dann werde ich euch vom Vater But bekennen. If you deny me before men, I will deny you in heaven. Aber wenn ihr mich vor Menschen verleugnet, dann werde ich euch auch im Himmel I am asking you to make verleugnen. A public declaration tonight. Deswegen bitte ich euch, dass ihr heute ein öffentliches Bekenntnis of your decision macht. To follow Jesus. Ein Bekenntnis eurer Entscheidung, Jesus nachzufolgen. He will honor that act of faith tonight. Und er wird diesen Schritt des Glaubens ehren. Come on, we're waiting for you. Kommt, wir warten auf euch. We're waiting for you. Wir warten auf euch. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Can I tell you what I sense in my heart? Kann ich euch sagen, was ich in meinem Herzen spüre? You have to forgive me for this. I am an evangelist. Vielleicht müsst ihr mir da vergeben, aber ich bin schließlich Evangelist. And an evangelist is someone who burns to see people come to Jesus. Und ein Evangelist ist jemand, der dafür brennt, zu sehen, wie Menschen zu Jesus kommen. And I can feel sometimes in my heart the struggle that's going on in a moment like this. Und manchmal kann ich in meinem Herzen richtig spüren, was für einen Kampf manche Menschen durchmachen. Because as soon as Jesus begins to call you, weil in dem Moment, in dem Jesus anfängt, dich zu rufen, a war begins inside. Da fängt ein Kampf an in dir. Because the devil wants to keep you in chains. Weil der Teufel will dich in Ketten gebunden halten. He wants to keep you enslaved. Er will dich als Sklave behalten. He wants to keep you in fear and in bondage. Er will dich gebunden halten in Furcht und Sklaverei. But the Son has come. Jesus said, "I've come to set the captives free." Aber der Sohn ist gekommen. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um die Gefangenen zu befreien. But this is a very serious moment. I'll tell you what I feel in my heart. Das ist jetzt ein echt ernsthafter Moment und ich möchte dir sagen, was ich spüre. You know they say that when a man is drowning, weißt du, man sagt, dass wenn jemand am Ertrinken ist, he'll go under the water once and he'll come up again. Dann wird er einmal untergehen und wieder nach oben kommen. And then he'll go under twice and he'll come up again. Und er wird wieder versinken, aber er wird wieder nach oben kommen. But the experts tell us that if that drowning man goes under for a third time, aber die Experten sagen, dass wenn ein Ertrinkender zum dritten Mal versinkt, he will not come up anymore. Dass er nicht mehr an die Oberfläche kommt. There's some of you standing here tonight. Und es gibt hier einige von euch. Ihr steht hier heute Abend. You've gone under before. Und ihr seid schon mal versunken. You had a chance. Ihr hattet die Möglichkeit. You rejected it. Ihr habt sie abgelehnt. And you went under. Und ihr seid versunken. But God had mercy on you. Aber Gott hatte Gnade mit euch. He allowed you to come up again. Er hat dir erlaubt, nochmal an die Oberfläche zu kommen. But still you hardened your heart and you went under for a second time. Aber trotzdem hast du dein Herz noch verhärtet und du bist wieder untergegangen. There's some of you that should not even be standing here tonight. You should have died a long time ago. Und es gibt Leute, ihr solltet noch nicht mal hier heute Abend stehen, sondern ihr hättet eigentlich schon längst But tot sein müssen. God in his great mercy has allowed you to live to hear the gospel again. Aber Gott in seiner großen Gnade hat es dir erlaubt zu überleben, nur damit du nochmal das Evangelium hören kannst. And you are not here tonight by accident. Aber du bist hier nicht durch Zufall. You are here by divine appointment. Sondern du bist hier, weil it Gott is the mercy and the goodness of God that has brought you to this place. Es ist die Güte und Gnade Gottes, die dich hierher gebracht hat. But now listen to me very carefully. Und jetzt hör mir bitte genau zu.
What I feel in my heart is this. Was ich in meinem Herzen spüre. That if you reject the gospel again. Ist, dass wenn du das Evangelium nochmal ablehnst. And you go under for a third time. Und wenn du zum dritten Mal untergehst. There may never be another chance for you. Dann wird es vielleicht keine nächste Chance geben. My friend, Jesus is passing this way tonight. Mein Freund, Jesus geht heute Don't Abend hesitate. An dir vorbei. Zögere nicht. Don't procrastinate. Schieb's nicht raus. Say yes to Jesus. Sondern sag ja zu Jesus. Say yes to Jesus. Sag ja zu Jesus. Say yes, yes, yes. Sag ja. This is what I want us to do right now. Und bitte lass uns das doch alle zusammen machen. In just a moment, not now, but in a moment. Nicht jetzt, aber gleich. I'm going to ask everyone to turn to the person on their right and on their left. Werde ich alle bitten, sich mal ihrem Nachbarn zuzuwenden. And I want you to say to them, do you need to be down at that altar? Und dann frag den, der neben dir steht, musst du vielleicht auch da vorne an der Don't Bühne do it stehen? Yet. Don't do it yet. Noch do what nicht, I tell nicht. You. Okay, ich sag's euch dann. If they say yes, I need to be down there. Aber wenn dein Nachbar sagt, ja, eigentlich sollte ich schon da vorne I want you stehen. To take them by the hand. Dann nimm ihn doch bitte and an I want der you Hand to bring them. Und bring ihn hier nach vorne. Do it right now. Mach das jetzt. Turn to the person on your Wende right dich and left. Deinem Nachbarn zu rechts und links und I don't frag care ihn. If they're a pastor. Ist mir egal, ob das ein Pastor I don't care if they sing in the choir. Ist mir egal, ob er im Chor singt. I don't care if they're the nicest person you know. Ist mir egal, ob das der netteste Mensch ist, I don't den care du if it's your mom or your dad. Ob das deine Mama oder dein Papa ist. You ask them right now. Frag sie jetzt. And if they say yes, take them by the hand. Und wenn die Person sagt ja, dann bring sie hier nach vorne. And come stand here before the Nimm Lord. Sie an der Hand und führe sie hier. Come on, let's put our hands together Komm, for these ones that are coming. Lass uns mal einen riesen Applaus geben für die, die jetzt You are kommen. So welcome. Ihr seid so herzlich willkommen. Jesus loves you. Jesus liebt euch. The arms of God are open for you. Die Arme Gottes sind weit offen für euch. Let me tell you what is about to happen right now. Und bitte, ich möchte euch jetzt mal sagen, was jetzt passieren wird. You are not just going to repeat a prayer. Ihr werdet nicht nur irgendwie ein Gebet nachsprechen. You're not joining a church. Ihr tretet nicht in eine Gemeinde ein. You're not becoming part of a religion. Ihr werdet auch nicht Teil einer Religion. You are about to have a transformation from the inside of you. Sondern was passieren wird, ist eine Transformation in euch. The Bible says that God will take away that hard heart. Die Bibel sagt, dass Gott dieses harte Herz aus euch And he will give you a new heart. Und wird euch ein neues Herz geben. A heart like his. Ein Herz, das so ist wie seines. A pure heart, a clean heart. Ein reines Herz. The past will be gone in just a moment. Und in einem Augenblick wird die ganze Vergangenheit verschwunden It will be buried sein. In the ocean. Begraben im äußersten Meer. It will Meer. Never be brought up again. Wird nie wieder hochgeholt werden. You are going to start like a brand new baby. Du wirst anfangen wie ein neugeborenes Forgiven Baby. And washed and clean. Vergeben, reingewaschen. And the devil will have no claim on your life. Und der Teufel wird kein Anrecht mehr Because an dir you will haben. Be a child of God. Weil du ein Kind Gottes sein wirst. And what we're talking about is not just something that happens when you die. Und das, worüber wir jetzt reden, ist nicht was erst passiert, we're, wenn du We're not stirbst. Just talking about going to heaven when you die. Wir sprechen nicht darüber, dass du es irgendwann in den Himmel you schaffst, have to understand du stirbst. This. Das musst du verstehen. You are going to receive eternal life right now. Du wirst jetzt ewiges Leben empfangen. New life. Neues Leben. New life Neues is coming Leben to you right kommt now. Für dich jetzt. You're going to love things you used to hate. Du wirst jetzt Dinge lieben, die du You're going to hate things hast. You used to love. Und du wirst auch Dinge hassen, die du früher geliebt And you will hast. Never be the same again in Und Jesus' name. Du wirst name. Nie wieder der gleiche sein im Namen Jesu. This is the greatest joy of my life. Und das ist die größte Freude meines Lebens. Because I know what is about to happen to you. Weil ich weiß, was jetzt mit euch passieren wird. It happened to me a long time ago. Es ist auch mir vor langer Zeit passiert. Before we pray, I just want to thank the Lord. Und ehe wir zusammen beten, möchte ich einfach dem Herrn danken. Lord, thank you for these precious men and women. Herr, danke für diese kostbaren Männer und Frauen. Lord, thank you that you've called them. Danke, dass du sie gerufen hast. Thank you that you've given them the grace to say yes. Und danke, dass du ihnen die Gnade gegeben hast, ja zu sagen. Now, Lord, as we pray. Und Herr, wenn wir so zusammen beten. I ask. Da bitte ich dich. For a miracle to take place. Dass ein Wunder passiert. That you would cause everything to become new. Dass du alles neu machst. That you would wash away every sin. Dass du jede Sünde wegwischst. That you would break every chain. Dass du jede Kette zerbrichst. And that you would give them eternal life. Und dass du ihnen ewiges Leben gibst. Now, I want all of you here to raise your hands. Und bitte hebt mal alle eure Hände. And I'm going to lead you in a prayer and I want you to repeat after me. Und ich werde euch in ein Gebet führen und bitte sprecht mir doch einfach nach. This prayer is not in the Bible, I'm just making it up. Dieses Gebet steht so nicht in der Bibel, ich denke mir das gerade aus. Maybe you say, Evangelist, why should we pray it if you're just making it up? Und dann sagst du vielleicht, naja, Evangelist, warum sollen wir das beten, wenn du es dir nur ausdenkst?
sagst. Because this is what the Bible says. Weil die Bibel sagt es folgende. Everyone who calls upon the name of the Lord will be saved. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet so werden. So I'm just going to help you to call on the name of Jesus. That's all. Und ich werde dir jetzt einfach helfen, den Namen Jesu anzurufen. Das ist alles. But you have to understand that he is not just hearing your words, he is listening to the cry of your heart. Weißt du, und du musst verstehen, er hört hier nicht nur auf deine Worte, sondern er hört den Schrei deines Herzens. So as we pray together now, I want you to pray from your heart. Are you ready? Und bitte, wenn wir zusammen beten, dann bete aus deinem Herzen, ja? Are you ready? Seid ihr bereit? Repeat after my interpreter. Und jetzt sprecht mir nach der Übersetzung. Say, dear Lord Jesus Christ. Sag, lieber Herr Jesus Christus. Come on, shout it out. Dear Lord Jesus Christ. Sag es mal ganz laut, ruft es. Lieber Herr Jesus Christus. I come to you tonight. Ich komme heute Abend zu dir. A sinner. Ich bin ein Sünder. Needing salvation. Und ich brauche Errettung. Lord Jesus. Jesus. I cannot save myself. Ich kann mich selbst nicht retten. I need you. Ich brauche dich. Wash me in your blood. Wasch mich durch dein Blut. Forgive my sins. Vergib mir meine Sünden. Give me a new heart. Gib mir ein neues Herz. Give me a new life. Gib mir neues Leben. Make me a new creation. Mach mich zu einer neuen Schöpfung. I put my trust in you. Und ich setze mein ganzes Vertrauen auf dich. I believe in you. Ich glaube an dich. I confess with my mouth. Und ich bekenne mit meinem Mund. What I believe in my heart. Was ich in meinem Herzen glaube. That you are my savior. Dass du mein Retter bist. That you are my Lord. Dass du mein Herr bist. And that you are my very best friend. Und dass du mein allerbester Freund bist. From this night forward. Von heute Abend an. I belong to Jesus. Gehöre ich Jesus. And Jesus belongs to me. Und Jesus gehört mir. I believe it. Ich glaube das. I receive it. Und ich empfange es. And I confess it. Und ich bekenne es. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. And everybody said, Amen. Und alle sagten, Amen und Amen. Hallelujah. Hallelujah.